Willkommen bei Büso TV. Mein Name ist Portia Tarumba Street und heute haben wir einen Sonderbericht zur Lage im Sudan. Für diese Sendung sind wir sehr dankbar, Hussein Askari aus Stockholm, unseren Mittleren Osten und Afrika-Experten, begrüßen zu dürfen. Angesichts des kommenden Referendums am 9. Januar im Sudan, wobei die Südsudanesen über die Abspaltung des Süden vom Norden Sudans entscheiden, droht die Gefahr des Bürgerkriegs in diesem Land. In den Medien wird die Situation so dargestellt, als wäre das Recht des Südens auf Abspaltung das natürlichste auf der Welt. Kannst du darauf eingehen, was der eigentliche Hintergrund dieser Konflikte im Sudan sind? Yes, sure. This referendum, which will... Das Referendum, das am 9. Januar stattfinden soll, war Teil des umfassenden Friedensabkommens zwischen der sudanesischen Regierung in Khartoum und den südsudanesischen Rebellen. Das Friedensabkommen war 2005 unterzeichnet worden. Das ist die offizielle Darstellung, warum es abgehalten wird. Die Regierung des Sudan unter Präsident al-Bashir und die SPLM bzw. die südsudanesische Regierung hatten sich darauf geeinigt, das Referendum abzuhalten. Die Entscheidung, das Referendum über die Abspaltung des Südens abzuhalten, war in dem umfassenden Friedensabkommen enthalten, das die sudanesische Regierung nur unter massivem Druck der Regierung Bush akzeptiert hatte. Es wurde in das Abkommen als zukünftiges Element eingebracht, um den Sudan weiter destabilisieren zu können. Wenn es tatsächlich zu einer Abspaltung des Südens kommen sollte, wäre das für den Sudan, für Afrika und die gesamte Welt eine schlechte Nachricht, besonders unter den Umständen, die derzeit angesichts des völligen Kollapses des Finanz- und Wirtschaftssystems auf der Welt herrschen. Der Weg hierher wurde durch einen sehr langen Bürgerkrieg bereitet, der durch das britische Empire mit Hilfe von Elementen in den Vereinigten Staaten seit vielen Jahren manipuliert und unterstützt wurde. Auch bestimmte Länder in der Europäischen Gemeinschaft haben das mitgetragen. Doch schon vor dem Bürgerkrieg, schon zu der Zeit, als die Briten nach Afrika und in den Sudan kamen, ging es mit den Problemen los, deren Folgewirkungen wir heute erleben. Als die Briten in den 1880er Jahren den Sudan übernahmen und ihre Macht dort Anfang des 20. Jahrhunderts festigten, trennten sie bereits den Süden des Sudans vom Norden ab. Es gibt Beschreibungen, wonach der Südsudan entweder christlich sei oder aus einzelnen afrikanischen Stämmen bestünde und im Norden die Moslems wohnen. Tatsache ist aber, dass die Briten den Nordsudan mit Khartoum und der Region südlich von Khartoum abgespalten haben, weil es fruchtbares Ackerland ist, das sie für den Anbau von Baumwolle und anderer Produkte nutzen konnten, die sie in andere Teile des britischen Empires verschiffen konnten. Der Südsudan war für die Briten nicht von Interesse, weil dort Landwirtschaft nur schwierig zu betreiben war. Umfangreiche Infrastrukturinvestitionen wären erforderlich gewesen, woran die Briten nicht interessiert waren. Außerdem hätten sie den Lebensstandard und die Arbeitsbedingungen für die Menschen im Südsudan verbessern müssen, worum sich die Briten einen Dreck geschert haben. Sie hielten also den Südsudan extrem arm und unter extrem primitiven Bedingungen, während im Nordsudan etwas bessere Zustände herrschten, weil sie dort Leute brauchten, die die Ernten einbringen und alle anderen Einrichtungen zu ihren Gunsten betreiben konnten. Tatsache ist, dass es die Briten waren, die den Nordsudan vom Südsudan abtrennten. Historisch wird zwar das ganze Land Sudan genannt, aber schon kurz bevor die Briten 1956 aus dem Sudan abzogen, wurde der Bürgerkrieg entzündet. Es gab einen Krieg zwischen Nord und Süd und die Briten überließen das Land bei ihrem Abzug seinem Schicksal, während sie den Konflikt nun von außen weiter manipulierten. Das ist die wahre Geschichte hinter der heutigen Lage, selbst wenn man die Situation in Darfur und andere Probleme im Osten des Sudans betrachtet. Alles dreht sich um die britische Politik in ganz Afrika, aber ganz besonders im Sudan, dem größten Land des Kontinents. Alle Schwierigkeiten im Sudan haben Auswirkungen auf die Nachbarländer wie Äthiopien, Kenia, Uganda, Tschad, Ägypten und so weiter. Der Sudan ist ein sehr, sehr wichtiges Land, weil es ein großes Territorium und eine große ethnische Stammesvielfalt hat, die aber unter einer Flagge vereinigt werden könnte. Eine ganz besondere Situation.
Dann spielt auch das Nilwasser eine wichtige Rolle, die für das Überleben mehrerer afrikanischer Länder lebensentscheidend ist. Wenn Nord- und Südsudan gespalten werden, sind wir wieder bei der alten klassischen britischen Politik des Teile und Herrsche, was zu einem völligen Desaster führen würde. Wenn man den Sudan nach ethnischen und Stammeskriterien aufteilte, dann würden die verbleibenden Teile in weitere Stammesgebiete aufgespalten werden können. Im Südsudan allein gibt es die Dinka, die Nuer und viele andere Stämme, woraus sich sofort weitere Probleme ergeben würden, aber auch in anderen Teilen des Sudans. Man kann sich leicht ausmalen, was dann im Rest von Afrika geschehen wird, wo ebenfalls alle möglichen Stammesgruppen und Ethnien in Nationalstaaten zusammenleben. Wenn das im Sudan durchkommt, dürfte die ganze Lage auseinanderfliegen, als wenn eine Handgranate in Afrika explodiert. Das ist die klassische britische Politik des Teile und Herrsche. Außerdem glauben die Briten, die kleineren Gruppen von außen manipulieren zu können, um so zu verhindern, dass sich die Idee nationaler Souveränität in Afrika durchsetzt, aber auch, dass man Frieden durch wirtschaftliche Entwicklung und massive Investitionen in die Infrastruktur, die Landwirtschaft usw. erreichen könnte. Ein erneuter Bürgerkrieg, ethnische Zerrissenheit usw. in ganz Afrika würde all das durchkreuzen. In der neulichen Presseerklärung des Auswärtigen Amtes vom 4. Januar sagte die deutsche Regierung, dass sie an einer langfristigen Stabilisierung der politischen Situation arbeiten werde. Und als Mitglied im UN-Sicherheitsrat versucht Deutschland natürlich, die Darfur-Friedensverhandlungen zu unterstützen. Was müsste passieren, damit wirklich Frieden möglich ist? Die ganze Vorstellung muss vom Tisch, dass Konflikte dieser Art entstehen, weil sich bestimmte Leute in Afrika nicht mögen oder Leute in einzelnen Ländern persönliche Probleme miteinander haben. Um Frieden zu erreichen, muss man an das wirkliche Problem heran. Man muss die Ursache des Problems beseitigen, das, wie gesagt, die britische Geopolitik ist. Die Manipulation Afrikas über Jahrzehnte hinweg. Das muss weg. Auch das Zusammenwirken der Regierung Obama mit der britischen Unterstützung von Rebellen und Separatistengruppen muss aufhören. Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber es sind nicht die Vereinten Nationen oder Deutschland, die das Spiel in Afrika bestimmen. Wer das Spiel bestimmt, sind die Briten und ihre Verbündeten in den USA und anderen Teilen der Welt. Die Vereinten Nationen haben dort nicht viel zu sagen. Am dringendsten ist eine Änderung besonders der amerikanischen Politik. Denn eine Änderung der britischen Politik ist außerordentlich schwierig, solange dort niemand mit der Macht und Autorität der Vereinigten Staaten auftritt und sagt, wir werden das Blatt wenden. Wir müssen zu der Politik Franklin Roosevelts zurückkehren, der während des Zweiten Weltkriegs in Afrika war und dort die Verwüstungen, die wirkliche Sklaverei sah, die von den Briten und anderen Kolonialmächten in Afrika angerichtet wurde. Er erklärte, nach dem Krieg wird mit dem Kolonialsystem Schluss sein. All diese Länder brauchen Souveränität. Sie brauchen Freiheit. Anstatt in Afrika die Rohstoffe dieser Länder zu plündern, werden wir diese Nationen entwickeln. Wir werden ihnen Infrastruktur, Wasserprojekte, Landwirtschaft, Industrie und so weiter geben, wodurch wir den Lebensstandard der Menschen in Afrika heben. Auf diese Weise wird sich ein fairer Handel entwickeln können und so wird sich der Frieden erreichen lassen. Zu dieser Politik Franklin Roosevelts müssen wir zurück und die ganze britische Kolonialpolitik beenden. In den Vereinigten Staaten gibt es immer noch Leute wie Susan Rice, die für die britische Politik schwärmen und wie Henry Kissinger das Vermächtnis Franklin Roosevelts hassen. Sie sollte als Vertreterin der USA bei den Vereinten Nationen entfernt werden. Im State Department der Vereinigten Staaten gibt es interessantere Leute mit mehr Wissen und höheren moralischen Normen, die herangezogen werden sollten, um erneut eine Roosevelt'sche Politik umzusetzen. So müssen wir vorgehen. Man muss das Problem von oben angehen. Das heißt mit den Ideen, für die sich Lyndon LaRouche und die LaRouche-Bewegung einsetzen. Um eine neue, gerechte Wirtschaftsordnung zu errichten, muss man von oben nach unten vorgehen. Dann kann man die Großmächte der Welt, wie die Vereinigten Staaten, Russland, China und Indien, dazu bringen, die Lage zu wenden, indem man diese Länder wirtschaftlich entwickelt und so die Voraussetzungen für Frieden schafft.
So muss man die Dinge anpacken. Man beginnt nicht von unten, von den sozialen, ethnischen und anderen religiösen Konflikten zwischen den Völkern, um zu versuchen, sie zu lösen, so wie mit der Situation in Darfur verfahren wurde, sondern man muss ganz oben ansetzen. Man muss die amerikanische Politik ändern, man muss die britische Kolonialpolitik beenden. Dann kann eine Zusammenarbeit zwischen Nationalstaaten beginnen, die auf der Idee wirtschaftlicher Entwicklung und der Anhebung des Lebensstandards für die Menschen in Afrika und für die kommenden Generationen basiert. Für viele hier in Deutschland ist die Ursache allen Übels in Afrika nicht die Unterentwicklung oder Armut, sondern die korrupten Staatschefs. Du warst ja selbst im Sudan und hast mit den Menschen dort vor Ort gesprochen. Braucht man dort Good Governance oder braucht das Land zuerst wirtschaftliche Entwicklung, um stabile Regierungsstrukturen zu schaffen? Wenn Good Governance bedeutet, was in den Vereinigten Staaten und Europa vorgeht, wenn man nur massenweise Geld druckt, um bankrotte Spekulanten und Banker auf Kosten der Bevölkerung zu retten, und man eine verrückte, faschistische Sparpolitik gegenüber der Bevölkerung, den Armen, Kranken und Arbeitslosen, durchsetzt. Wenn das Good Governance genannt wird, dann ist die Welt offensichtlich in keiner guten Lage. Nein, das ist wirklich nicht die Frage. Es ist keine Frage von Good Governance. Das Problem ist, dass Afrika versucht hat, sich von den Folgen der jahrzehntelangen Kolonialpolitik zu erholen. Kein Land in Afrika kann bisher auf eigenen Füßen stehen und mit dem Aufbau eigener Strukturen beginnen. Natürlich brauchen wir stabile Regierungen und so weiter, aber zuerst muss das Grundproblem beseitigt werden. Was soll das, über korrupte Führer in Afrika zu reden? Was ist denn die Realität in Afrika seit den 70er Jahren? Als, wie ich schon erwähnte, Roosevelts Politik umgestoßen und die britische Politik wieder eingeführt wurde. Es kam sogar noch schlimmer mit dem von Henry Kissinger entworfenen National Security Study Memorandum 200, in dem festgestellt wurde, dass wirtschaftliche Entwicklung in Afrika und anderen Entwicklungsländern eine große Gefahr für die USA und deren Verbündete sei, weil die Menschen in diesen Ländern die dortigen Rohstoffe für ihre eigene Entwicklung aufbrauchen würden und uns diese strategische Ressourcen vorenthalten. Daraus folgte die Forderung, dass Destabilisierung und Entvölkerung die offizielle Politik der Vereinigten Staaten und Europas sein müsse. Und so geschah es auch. Die Rohstoffkartelle und Söldnertruppen wurden losgeschickt, um Nationen zu destabilisieren. Man brachte die Führer der Länder um und brachte andere an die Macht. Man unterstützte und finanzierte Rebellengruppen. Die Rebellengruppen kauften sich ihre Waffen bei den Briten. Die Söldnertruppen machten sich daran, die Rohstoffe, Diamanten, Gold und so weiter aufzuspüren und an die Briten, die Holländer und andere zu verkaufen und im Gegenzug selbst Waffen zu bekommen. So verschwand ein Führer nach dem anderen. Und die Führer, die sich für die Souveränität ihrer Länder, für Entwicklung und Unabhängigkeit einsetzten, wurden umgebracht. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Das Ziel war es, Afrika unterentwickelt, aber auch instabil zu halten. Dadurch kam es zu dem Phänomen, dass plötzlich Rebellengruppen durch Militärputsche an die Macht kamen, denn so lief das ganze Spiel. Und die Drahtzieher manipulierten das ganze Spiel von außen. Es waren nicht die Afrikaner selbst. Sie wurden unmenschlich behandelt. Man sagte ihnen, um eine Regierung zu bilden, braucht man Macht. Um Macht zu bekommen, braucht man Waffen. Und dazu braucht man Rebellengruppen. Dabei werden wir euch helfen. Jedoch möchten wir einige von euren Rohstoffen als Schmiergeld. So läuft das Geschäft ab. Aus diesem Grund versinkt Afrika immer mehr in einem gewaltigen Strudel von Militärcoups und so weiter. Was geschieht, wenn eine Regierung in Afrika aufsteht und sagte, sie werde bei diesem Spiel nicht mehr mitspielen? Man braucht sich nur den Sudan als Beispiel ansehen. Im Sudan tobt seit vielen, vielen Jahren ein Bürgerkrieg zwischen den Rebellen der SPLM und der Regierung im Nordsudan. Doch sobald die Rebellen aus dem Süden und die sudanesische Regierung unter Präsident al-Bashir eine Einigung erzielten und 2005 ein Friedensabkommen unterzeichneten, brach die richtige Hölle los. Plötzlich wurde die sudanesische Regierung, die Frieden mit den Rebellen suchte, um einen 30-jährigen blutigen Bürgerkrieg zu beenden, als der eigentliche Schurke hingestellt. Ihr wurde Massenmord vorgeworfen und gleichzeitig wurden neue Fronten, beispielsweise in Darfur, eröffnet.
Außerdem setzte eine riesige internationale Propagandakampagne in den Medien, angeführt von Leuten wie George Soros und anderen britischen Handlangern, ein, um die sudanesische Regierung als korrupt und den Präsidenten als Massenmörder hinzustellen. In Wirklichkeit haben der Präsident und die Regierung des Sudans versucht, Frieden zu stiften und einen blutigen Bürgerkrieg zu beenden, sowie neu entdeckte Rohstoffe wie zum Beispiel Erdöl zu fördern, um das ganze Land aufzubauen. Genau an dieser Stelle begannen die Vereinigten Staaten und Europa gegen die Regierung des Sudan vorzugehen und sie der Korruption zu bezichtigen. Die Lage entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens ist der Sudan stabiler denn je, trotz der Probleme in Darfur natürlich, wo Rebellengruppen in der Region eine Art Bürgerkrieg führen. Aber im übrigen Sudan ist die Lage stabil. Es gibt erste Schritte, eine Infrastruktur, eine moderne Wirtschaft, Schulen und so weiter aufzubauen. Inmitten dieser Situation, wo die sudanesische Regierung und die Rebellen die Dinge zu stabilisieren versuchen und ein Friedensabkommen schließen, beginnen diese massiven Angriffe auf die Regierung des Sudan. Ganz ähnlich ist die Lage auch in anderen afrikanischen Ländern. Wenn sie sich zusammenfinden und sagen, wir wollen Frieden, wir wollen Entwicklung, geraten sie ins Fadenkreuz. So auch der Präsident von Simbabwe, Mugabe. Er hat versucht, sein Land den Händen der britischen Kolonialisten zu entreißen und einiges in diese Richtung unternommen. Doch sofort setzten massive Strafmaßnahmen in Form von Wirtschaftssanktionen gegen sein Land ein. Und das soziale Elend, das durch die Wirtschaftssanktionen entstand, wurde der Regierung angelastet. Doch tatsächlich wurde es von außen erzeugt. Seit mindestens den letzten 5 bis 10 Jahren spielen die Chinesen in Afrika eine große Rolle. Es wird oftmals von Europa aus kritisch beurteilt, dass China zum Beispiel Rohstoffe in Afrika nur ausbeutet und als Gegenleistung dort Infrastruktur aufbaut. Wie beurteilst du die Intervention der Chinesen in Afrika? Das ist eine sehr ironische Situation. Wie ich eben schon erwähnte, hatten amerikanische und europäische Firmen vor dem Friedensabkommen im Sudan nach Öl gesucht. Doch sobald das Abkommen unterzeichnet war, wurden Sanktionen erlassen und die Ölgesellschaften mussten den Sudan verlassen. Die Regierung des Sudan bat die amerikanischen und europäischen Firmen zu bleiben und weiter nach Öl und anderen Rohstoffen zu suchen. Doch diese weigerten sich, sodass der sudanesischen Regierung keine andere Wahl blieb, als sich an andere Länder, zunächst an Malaysia und später dann an China, zu wenden, um Hilfe bei der Ölförderung zu bekommen und das Öl zur eigenen Nutzung verwenden zu können. Daran ist überhaupt nichts auszusetzen. Das war im Grunde Roosevelts Politik des fairen Handels. Natürlich braucht man Rohstoffe. Es gibt Handel zwischen den Nationen. Man gibt etwas und man erhält etwas. Das ist ganz natürlich. Was sollen die Leute sonst tun? Die Europäer haben Afrika immer nur ausgebeutet, aber nichts zurückgegeben. Deswegen haben sich die Afrikaner jetzt an China oder Indien und andere asiatische Länder gewandt und bieten ihre Rohstoffe an, wenn sie dafür etwas bekommen. Das ist kein Problem. So wird normaler Handel abgewickelt. Tatsächlich haben die Länder in Afrika, wo China tätig geworden ist, noch nie einen so massiven Ausbau der Infrastruktur erlebt. Als ich im Sudan war, habe ich mit eigenen Augen die großen Entwicklungsprogramme gesehen, besonders im Rahmen des Baus des Merowe-Staudamms. Das ist nicht bloß ein Stausee. Es ist ein umfassendes agroindustrielles Entwicklungsprojekt, wie die Tennessee-Stromtalbehörde in den Vereinigten Staaten, mit der unter Franklin Roosevelt Staudämme zur Erzeugung von Strom, Straßen, Eisenbahnen, Brücken und Kanäle gebaut wurden, um eine ganze Region zu entwickeln. Millionen Hektar Land wurden erschlossen und Millionen von Menschen leben jetzt dort in einem ganz anderen Umfeld als zuvor. Wir besuchten die Gegend um den Merowe-Staudamm. Wir sahen die Felder, die die Menschen mit den gleichen landwirtschaftlichen Geräten wie seit den Zeiten der ägyptischen Pharaonen mit extrem geringer Produktivität bearbeitet hatten. Ihre Produkte wurden immer wieder durch Überschwemmungen oder Dürren zerstört. Jetzt leben sie in modernen Dörfern. Sie haben das ganze Jahr über Wasser und das Wetter hat keinen so großen Einfluss mehr auf ihre Produktivität. Sie erzeugen mit modernen Anbautechniken viele Mal mehr als zuvor. Die Bauern werden ausgebildet. Ihre Kinder und Familien bekommen eine Gesundheitsversorgung und Schulbildung.
In der Nähe entstehen Flughäfen, moderne Krankenhäuser und so weiter. Damit eröffnen sich für Afrika fantastische Möglichkeiten. Es ist nur schade, dass sich die Vereinigten Staaten und Europa nicht daran beteiligen, denn China allein kann all diese Arbeit nicht leisten. Es ist nichts Anstößiges daran, Rohstoffe aus Afrika zu beziehen, aber Afrika muss etwas zurückbekommen. Hören wir auf, Afrika auszubeuten, und beginnen wir, Afrika aufzubauen. Man würde einen vielfachen Nutzen für Afrika, für die Welt und für die eigenen Handelspartner erzeugen, wenn man die Region nicht plündert, sondern entwickelt. Das hatte schon Roosevelt verstanden, als er Afrika besuchte und sah, was die Kolonialherren und die Briten angerichtet haben. Afrika stirbt und ist zum größten Teil von der Welt abgeschrieben. Die Büso aber und insbesondere Büso-Vorsitzender Helga Zeppler-Rouge kämpft seit geraumer Zeit für den Ausbau von groß angelegten Infrastrukturprojekten in Afrika wie Transaqua, mit der Idee der Eliminierung von Hunger, Kriegen und Armut binnen einer Generation. Frau Zeppler-Rouge ist sogar der Ansicht, dass das moralische Überleben Europas von dieser Perspektive abhängt. Denkst du auch, dass in diesem Sinne Europas Zukunft in Afrika liegt? Sicher. Aber als erstes möchte ich sagen, dass die Bundesregierung und andere Verantwortliche viel von Helga Zeppler-Rouge lernen müssen. Helga Zeppler-Rouge ist durch ihre Rolle, ihr Wissen und ihre Arbeit in Afrika und anderswo zu einer wirklichen Quelle für die Gesundung der Seele Deutschlands und ganz Europas geworden. Das sind die moralischen Aspekte, für die sich Helga Zeppler-Rouge einsetzt. Bestimmte Leute in den Vereinten Nationen drücken etwas Ähnliches aus, aber Helga Zeppler-Rouge kämpft hierfür seit vielen, vielen Jahren. Ihr persönliches Wissen über die Geschichte Europas und Afrikas, ihr Wissen um die erforderlichen Wirtschaftsprogramme zeigen überdeutlich, wie dringend ihre Ideen und die der Büso in Deutschland gebraucht werden. Damit kommen wir zum Kern der Sache. Afrika stirbt, das unbestreitbar ist. Doch wenn Afrika stirbt, dann bedeutet das auch den Untergang Europas und der Vereinigten Staaten. Nicht nur moralisch, sondern sogar auch wirtschaftlich und anderweitig. Somit können diese Herren viel von Helga Zeppler-Rouge lernen und sich auch etwas von ihrem Mut abschneiden, für die Wahrheit einzusetzen. Natürlich liegt Europas Zukunft in Afrika. Mit diesem Slogan sind wir hier in Schweden, aber auch die Büso in Deutschland, in den Wahlkampf bei den letzten Europawahlen gezogen. Unser großes Wahlplakat lautete: Europas Zukunft liegt in Afrika. Das ist nicht nur eine moralische Frage, an der wir uns orientieren sollten, unsere Nationen und jeder Einzelne von uns, sondern auch die Wirtschaftskrise, die wir jetzt erleben, kann nicht gelöst werden, wenn wir nicht die Ideen verwirklichen, für die Helga Zeppler-Rouge kämpft. Dazu gehört insbesondere die Entwicklung Afrikas mit großen Wasserprojekten. Die Menschen in Afrika sind für diese Ideen aufnahmebereit. Das haben wir im Sudan erlebt. Du, Porsche, hast das bei der Transaqua-Konferenz im Tschad gesehen. Und Jacques Cheminard, unser Freund in Frankreich, hat es in Niger erlebt. Die Menschen lieben diese Ideen. Sie wollen Entwicklung. Sie fallen nicht mehr auf die grüne Ideologie herein, die überall verbreitet wird. Sie wollen sich wirtschaftlich entwickeln. Sie wollen wie Europa werden. Sie wollen eine Zukunft für ihre Kinder. Und das ist genauso für Europa sehr wichtig. Heute erleben wir den Kollaps der Wirtschaft in Europa, in Amerika und praktisch weltweit infolge der gleichen Politik, mit der Afrika arm gehalten und mit Kriegen überzogen wurde. Mit der gleichen Politik wird Europa wirtschaftlich erledigt und werden die Vereinigten Staaten wirtschaftlich genauso wie moralisch erledigt. Deswegen müssen wir das Vermächtnis von Präsident Roosevelt wiederbeleben und Lyndon LaRouches und Helga Zeppler-Rouches Politik zum Wiederaufbau der Weltwirtschaft mit Hilfe eines neuen Währungssystems, massiven Investitionen in die Infrastruktur, besonders Wasser, Energie, Verkehr und so weiter aufgreifen. Auf diese Weise erreichen wir eine höhere moralische Ebene, aber auch einen höheren wirtschaftlichen Standard. Darin besteht unser eigener Wert. Wir müssen uns selbst, aber auch unsere Brüder und Schwestern in anderen Nationen entwickeln. Auf diese Weise können wir Frieden und Freundschaft zwischen den Nationen schaffen.
Das ist die Lösung, für die Helga Zeppler-Rouge seit vielen, vielen Jahren gekämpft hat. Und es ist meines Erachtens jetzt Zeit, die Worte von Helga Zeppler-Rouge zu beherzigen. Dankeschön. Thank you, Hussein. Thank you.